Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch zwei Bücher vorstellen möchte, die mich sehr begeistert haben. Ja, ich bin so eine romantische Büchertante. Unterhaltung, alles was mit Wolle, Faden, Nadel und Co. zu tun hat, habe ich ja schon des Öfteren erzählt. Und diesmal nicht mit Wolle, schon als Unterhaltung, aber mit Faden, Nadel und Faden. Und zwar einmal der Weihnachtsquilt und die Fortsetzung der Neujahrsquilt. Beide Bücher sind geschrieben von Jennifer Chiaverini. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich besitze sie schon längere Zeit. Ich habe eben aber mal geschaut, bei diesem großen A und auch in anderen, also Medimops zum Beispiel auch, gibt es sie noch bei Medimops im Moment sogar zu sagenhaft günstigen Preisen. Ich weiß gar nicht, was habe ich hier seinerzeit? Also ich habe sie gekauft damals bei Weltbild, denn das ist eine amerikanische Schriftstellerin, eine sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin, die sehr viele Bücher geschrieben hat im Englischen. Und diese beiden sind halt ins Deutsche übersetzt worden. Von Jahr zu Jahr in der Weihnachtszeit nehme ich diese Bücher in die Hand und schaue jedes Mal, ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt. Also es gibt sie, ne? In Englisch ist diese Geschichte über Elm Creek in vielen, ich glaube, 8 oder 10. Was steht denn hier? Hier drin steht zum Beispiel, hat 8 Romane über die Quilts von Elm Creek geschrieben. Ins Deutsche übersetzt, halt so viel ich weiß, ich habe noch keine nachfolgenden gefunden, nur diese beiden. Und was mich daran so begeistert, ist halt auch dieses romantisch, sag ich dazu, angehauchte, weil ich da so in diese Vergangenheit, auch in das Schmücken, in dieses Traditionelle von früher ein bisschen eintauchen kann. Also im ersten Band um Weihnachten geht es halt an, dass sich zwei Damen treffen und wollen das Haus schmücken. Sie gehen auf den Speicher und finden eine alte Truhe und da dann eben auch diesen angefangenen Quilt. Und darum rankt sich dann alles. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich denke, ich bleibe da doch meiner Linie treu, wie ich es bei den anderen bisher vorgestellten Büchern getan habe, dass ich eben von der Rückseite den kurzen Text vorlese. Dann habt ihr einen kleinen Einblick und ja, Quilten ist dann auch so ein Thema, steht bei mir sehr, sehr lange Jahre schon auf dem Wunschzettel. Vielleicht komme ich da noch mal richtig zu. Angefangen habe ich tatsächlich mal, also so ähnlich die Art, ne? Quilt und na, komme ich doch jetzt nicht drauf. Ja, jetzt habe ich hier gerade mal einen Hänger, ein Gehirnaussetzer. Aber da stehe ich ja zu. Ich habe euch ja erzählt, mich gibt es so Patchwork. Na, liebe Leute, ist das halt wieder schwierig mit Michaele. Also ich weiß, Quilten und Patchworken ist schon eine unterschiedliche Geschichte. Zum Patchworken bin ich gekommen. Ich habe auch Paper. Ihr wisst vielleicht, bitte setzt den richtigen Begriff ein, wenn er euch denn einfällt. Ich gebe das jetzt mal auf. Ich glaube, dafür reicht meine Gehirnleistung heute nicht mehr. Ich versuche dann doch noch mal, ob ich euch halt die Rückseite vorlesen kann. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Also, der Weihnachtsquilt. Zwei Frauen, ein altes Haus und eine Patchworkdecke, die nie vollendet wurde.
Bei den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest in Elm Creek werden für Sylvia und Sarah viele Erinnerungen wach. Während sie sich Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, werden die Traditionen ihrer Familien wieder lebendig. Und die beiden Frauen spüren, auch heute noch sind es die einfachen Freuden des Schenkens und Beschenktwerdens, die ihre Familien zusammenhalten. Ist das nicht schön ausgedrückt? Wunderschön. Ja. Die einfachen Freuden des Schenkens und Beschenktwerdens. Ja. Im Klappentext heißt es, Weihnachten steht vor der Tür des alten Herrenhauses von Elm Creek. Sylvia Bergström, oh, jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Bergström Kamsen, die Besitzerin des Hauses, hat gute Gründe, auf große Feierlichkeiten zu verzichten. Doch ihre junge Freundin Sarah McClure ist anderer Meinung und macht sich daran, das Haus festlich zu schmücken. Als sie die Kisten mit Weihnachtsschmuck inspiziert, von denen manche seit mehr als 50 Jahren nicht mehr geöffnet worden sind, findet sie einen seltsamen weihnachtlichen Quilt, der nie vollendet wurde. Sylvia kann einiges zu dieser Patchwork-Decke erzählen. Vier Generationen von Frauen ihrer Familie haben daran gearbeitet. Sie selbst eingeschlossen. Und während sie die Muster betrachtet, tauchen Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste wieder auf. Alte Familientraditionen und die einfachen Freuden des Schenkens und Beschenktwerdens haben die Weihnachtsfeste während der Vorkriegszeit, der Weltwirtschaftskrise und während des Zweiten Weltkriegs geprägt und geholfen, schwere Zeiten durchzustehen. Können sie auch heute helfen, eine moderne, weit verstreut lebende Familie zusammenzuhalten und zu versöhnen? Während Sylvia erzählt, werden die Traditionen von Elm Creek wieder lebendig. Und im Neujahrsquilt heißt es dann, eine wundervolle Weihnachtsüberraschung erwartet die Gäste in diesem Jahr in Elm Creek. Sylvia Compson und Andrew Cooper geben sich das Ja-Wort. Doch liegt ein Schatten über ihrem Glück, denn Andrews Kinder, insbesondere seine Tochter Amy, verweigern ihren Segen. Und so begibt sich das frisch vermählte Paar mit einem ganz besonderen Geschenk auf den Weg zu Amy, ein Quilt, der sie davor bewahren soll, denselben Fehler zu begehen wie Sylvia vor so vielen Jahren. Im Klappentext heißt es, dieses Jahr hält das Weihnachtsfest eine ganz besondere Überraschung für die Gäste im Herrenhaus von Elm Creek bereit. Sylvia Compson und Andrew Cooper wollen sich das Ja-Wort geben. Für die beiden wäre das Glück perfekt, wenn nur Andrews Kinder, insbesondere seine Tochter Amy, nicht gegen diesen Bund wären. Kurz vor Neujahr machen sich die frisch Vermählten auf den Weg, um Amy die heimliche Heirat zu beichten. Im Gepäck hat Sylvia einen Quilt als Versöhnungsgeschenk. Während sie sich auf der Fahrt durch die verschneite Landschaft daran macht, ihr Werk zu vollenden, werden Erinnerungen in ihr wach. Erinnerungen an vergangene Silvesterabende, an Zeiten voller Freude, aber auch an Zeiten der Trauer. All diese Erinnerungen arbeitet Sylvia in die Patchwork-Decke mit ein und nutzt die Arbeit zugleich, um eigene vergangene Fehler, insbesondere ihr Zerwürfnis mit ihrer Schwester Claudia, aufzuarbeiten.
ein Fehler, den auch Amy zu begehen droht, indem sie ihrem Vater ihren Segen verweigert. Ja, ich werde sie auch dieses Jahr wieder durchschmökern und wer sich eben für diese Schriftstellerin interessiert, mag sehr gerne mal auf ihrer Homepage schauen, www.elmcreek.net. Dort kann man viel Wissenswertes über sie erfahren. Eben habe ich gesagt, sie hat 8 Bücher zu der Elm Creek-Serie geschrieben. Hier in diesem Band, in der Fortsetzung, heißt es dann, dass es bereits 11 Romane waren. Es sind sicherlich noch ein paar dazugekommen in englischer Sprache. Und sie lebt mit ihrem Mann und 2 Söhnen in Madison, Wisconsin. Ja, vielleicht habt ihr da ja mal Lust, und zu stöbern und zu lesen. Und wenn ihr die Bücher kennt, schreibt mir doch gern mal. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut mal, ob ihr es lesen mögt. Und schreibt mir dann gerne einen Kommentar. Ja, ich freue mich immer über Positives, Schönes in dieser Richtung. Gern auch, wenn es dann noch Neues gibt. Natürlich gibt es zu den Quills auch noch ein ganz, ganz berühmtes. Das würde ich euch gerne in einem anderen Video mal kurz vorstellen. Da gab es ja dann auch den berühmten amerikanischen Filmzug, der Quilt. Kommen wir mal in einem anderen Video zu. Hier wünsche ich euch erstmal jetzt eine wunderschöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, ein gutes neues Jahr. Wir werden uns sicherlich, wenn ihr mögt, auf diesem Kanal noch hören. Es soll nicht mein letztes Video in diesem Jahr sein. Ich möchte es aber trotzdem mit diesen Büchern eben schon einmal wünschen und vor allen Dingen werdet oder bleibt gesund, ganz wichtig, und habt Spaß mit Lesen, Wolle, Faden und Co. Und bis bald. Tschüss, sagt eure Michaela.